erstmal die Siedler aufnehmen. Sagte, die Siedler aufnehmen. Ja, gut. Ja. Und das ist die Einleitung dieses Videos, und zwar funktioniert bei mir die Siedler seit dem neuesten Windows 10 Update nicht mehr. Ich habe, für die Leute, die es nicht wissen, nein, es kam kein Update raus, sondern ich bin sozusagen beim Creators Update dabei, und da gibt es jetzt diesen Spielreiter. Und seit ich dieses Update habe, funktioniert die Siedler nicht mehr. Wow, wirklich wow. Also, ich finde Windows 10 im Generellen geil, aber wenn jedes Mal ich beim Updaten einer neuen Version irgendwie alle Spiele, alten Spiele vor allem, zum Laufen bringen muss, ist kacke. Also bitte, Microsoft, wenn ihr das Video seht, bringt das irgendwie in Ordnung oder bringt das irgendwie hin oder bringt das irgendwie zu schaffen, dass alte Spiele auf die Windows, auf den neuen Windows funktionieren. Das ist kacke. Ich meine, schade, jetzt muss ich das Let's Play abbrechen. Ja, also es kommt morgen übrigens der letzte Teil. Ich habe 4 Parts voraufgenommen. Und morgen kommt um 10 Uhr der letzte Teil. Dann geht es nicht mehr weiter. Obwohl ich mir gedacht habe, hey, die Siedler, das ist einer der Videos, die werde ich jetzt endlich fertig bringen. Die werde ich, die Let's Plays, das werde ich jetzt wirklich hinbringen. Ich werde jetzt Anno 1404 die Kampagne weiter aufnehmen, weil da werden auch jetzt alle Teile sind schon hochgeladen und warten nur noch auf den Tag des Veröffentlichung. Beziehungsweise ich habe ja heute den ersten Teil hochgeladen. Finde ich schade, es tut mir auch extrem leid, aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann muss man halt irgendwie was anderes machen. Ja, kacke. Also nur wegen einem einzigen Spiel mein Windows nur aufzusetzen, wäre wieder komplett blöd, aber naja, es ist leider so, für die Leute, die es vielleicht sogar interessiert hätte, weiter angeschaut hätten, ja, ich hätte es gerne weiter aufgenommen, gerne auch privat weitergespielt, aber wenn es nicht geht, dann kann man nichts dagegen machen. Ich habe damals einen Patch installiert, der hat dann Windows 10, der hat dann wieder auf, also die Siedler haben dann wieder funktioniert, und jetzt muss ich den Patch wahrscheinlich wieder raussuchen, beziehungsweise der Patch ist ja eigentlich installiert, aber wenn es nicht funktioniert, ist halt kacke. Aber, naja, ich werde es wahrscheinlich noch zum Laufen bringen können. Aber das wird erst ein bisschen später sein. Falls dieses Video online kommt, tut mir leid. Ja. Ciao Leute, bis zum nächsten Video.